Hallo und herzlich willkommen zurück zu Wild Flowers. Ja, das ist der letzte Tag vom Tempotrank. Dann sollte ich mir vielleicht noch mal einen neuen herstellen. Moment, wo bin ich denn jetzt gerade gelandet? Da oben, genau. Können wir? Ja, wir können noch mal ein paar neue Fischstäbchen herstellen. Sehr schön. Nicht ganz so viel. Es waren diesmal nur 7, aber wir haben ja auch nur zwischendurch mal so ein bisschen was gemacht. Unser Trank ist fertig. Unser Charmtrank. Wie geil, wie geil. War das jetzt hier? Ja, ich wollte doch. Ach so, Papier brauche ich dann dafür. Und ich wollte mal eben schauen nach Beschwörungszauber. Oh, da brauche ich eine Perle für. Und die Hälfte meines. Oh. Okay. Also wir stellen erstmal neues Papier her. Und dann mache ich mal diesen Nachtbeschwörungszauber, damit ich bei ihm was mehr kaufen kann. Das ist kein Papier, aber egal. So, wir machen. Ja, machen wir mal 5. So, wir haben ja jetzt schon wieder ganz gut neue Sachen. Maulbeerbaum und so weiter, das war ja erledigt. Das hatte ich ja direkt machen können. Dann machen wir den Nachtbeschwörungszauber. Dann ist meine ganze Magie fast zu Ende. Aber ich krieg viel dafür, ne? Kann ich das noch? Kann ich das? Oh, ich habe keine Tinte mehr. Moment. Schwarze Tinte. Das ist keine schwarze Tinte. Ach so, die muss ich hier herstellen. Ach, sag mir das doch einer. Okay, Temposchub. Zack. Und ich habe. Kein. Oh nein, ich habe. Nein! Ich habe keine Magie mehr, um zu dem einen hinzugehen. Oh, das ist blöd, weil ich wollte es ja gerade da verkaufen. Das heißt, ich muss auf jeden Fall was trinken, um da überhaupt hinzukommen. Ach, das ist doch doof. Na Oh, what a gut. good purr. Ja, wieder ein bisschen Katzenfell und eine zirpende Grille. Falls jemand Men in Black gesehen hat, den ersten Teil, weil, wisst ihr, was ich meine? Ich bekomme den, keine Ahnung, Mega-Shooter 3000 oder sowas. Ich weiß nicht mehr, wie das Ding hieß. Und was bekomme ich? Die zirpende Grille. Is a recipe. Champignon-Cremesuppe. Sehr schön. Jetzt bin ich froh über jedes neue Rezept. Was haben wir? Achso, das ist Minze, ne? Ich wollte gerade sagen, was haben wir jetzt hier? Nur das Bäumchen oder was? Nee, aber Minze hatte ich ja schon mal eingesammelt. Hier sind so viele Bäume. Ich sehe überhaupt nichts mehr. Ich glaube, die müssen wir mal fällen. Gut, ich laufe jetzt heute nicht jeden Fisch hinterher. Okay, hier oben ist nichts. Dann ist vielleicht auf der linken Seite noch was zum Graben. Hier ist auf jeden Fall noch was. So. Nee, hier ist aber nichts zum Graben. Hatte ich jetzt schon zwei oder sind die jetzt so dazwischen, dass die jetzt versteckt sind, dass ich sie nicht mehr sehe? Das kann natürlich auch sein. Oder es sind heute nur zwei drin. Das weiß ich jetzt natürlich nicht. Aber da sind wir auf jeden Fall schon mal gewesen. Bald können wir auch wieder neue Beeren, glaube ich, pflücken. Da war schon wieder ein Fisch. Oh, ich bin so froh. Aber hier brauche ich Magie, ne? Doch nicht. Ah! Nee, perfekt. Dann brauche ich gar nichts zu trinken. Nein, nein. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Ach so, ab 9 Uhr erst. In dem Fall würde ich jetzt sagen, wir stellen jetzt die Zeit tatsächlich mal ein bisschen schneller ein. Weil das ist jetzt doof, wenn ich jetzt nochmal zurückfahre und was anderes mache und dann wieder nach hier. Und nachher habe ich dann doch Probleme, dass ich dann wegen der fehlenden Magie nicht mehr nach hier kommen kann oder so. Deswegen, so geht das viel schneller. Wo ist er denn? Wesley! Wesley, hier steht, dass du ab 9 Uhr offen hast. Wo bist du? Wesley? Ach, da oben kommt er. Komm. Is it just me, or do Wesley's howls seem to be louder than normal?
I think the guy's been in a good mood lately. Hallo. Zephyr's quite possibly the smartest person I've ever met. The stethoscope I used today is one I commissioned from her. It picks up everything. Das ist natürlich gut, vor allen Dingen für eine Ärztin, ne? Wesley, mein Süßer, ich möchte dir was verkaufen. Being a werewolf is so inconvenient sometimes. Do you know how many vests I've torn while transforming? How many? Several. Ah, oh, das macht nichts. Ich habe bald eine Nähmaschine, dann nähe ich dir einfach ein paar neue. So, das schauen wir jetzt mal. Wir haben den Nachtbeschwörungszauber. Der wirklich viel bringt. Das habe ich mir schon gedacht. Ja, geil. Okay. Brauchen aber noch eine Stufe, um dann das nächste zu kriegen. Sonnentagzauber. Und Windbeschwörungszauber. Längerer Temposchub, den würde ich gerne haben. Je nachdem, wie viel der kostet, natürlich in der Herstellung. Und kleine Dinge länger anziehen. Kleine Dinge länger anziehen. Hört sich auch interessant an. Wir nehmen jetzt erstmal den Sonnentagzauber. Und den Windbeschwörungszauber. So. Und ja, das mit der Zeit anhalten. Ich kann es halt nicht herstellen, glaube ich. Und deswegen, ich weiß ja nicht, ob ich es noch brauche. Ich würde mir so einen Hintern beißen, ne, wenn ich das jetzt... Aber gut, ich brauche die anderen ja jetzt nicht unbedingt. Neue Bekanntschaft. Wieso neue Bekanntschaft? Ich will dich heiraten, Wesley. Sieh es endlich ein, du kannst mir nicht entkommen. Also vorausgesetzt, ich finde irgendwann mal raus, wie ich überhaupt jemanden heirate, natürlich nur. Amira seems happy lately. Human temperaments shift so quickly, I could never keep up with her. Okay, jetzt wollen wir zu ihm nochmal eben rüber. Zephyr is so much like her ancestors, but very different. She's more interested in humans than they ever were. Ja, gut, dann haben wir hier erstmal alle durch. Sehr schön. Dann muss ich euch natürlich noch füttern. Ach, es regnet. So, Unkraut auch mal direkt nehmen. Brauchen wir ja dringend. Hallöchen! Wen von euch darf ich denn als erstes beglücken? Anstatt zu beglücken. Der kam flach, ich weiß. Aber der war gut. Sag mal, was, springen die mal rein und raus? Wird das hier ein Hühnerballett oder was? Hallo? Meine lieben Hühner? Solange ihr nicht die sterbenden Hühner markiert, ist alles gut. Der sterbende Schwan war ja okay, aber die sterbenden Hühner brauche ich nicht. Ich brauche eure Eier, obwohl ich brauche eure Eier eigentlich gar nicht. Eure Federn auch nicht. Ich weiß nicht, was ich mit dem ganzen Zeug eigentlich machen soll. Kann ich irgendein Huhn, was jetzt noch... Ja, Nugget, genau. Geh du mal wieder nach oben, genau. Ich will hier ein bisschen Platz haben. Mann, Mann, Mann. Die benehmen sich ja echt wie die Hühner im Hühnerstall heute. So, und jetzt du. Geh du mal wieder zurück. Ja, perfekt. Habe ich den richtigen jetzt ausgewählt? Ja. Oh, das ist hier echt... Eieiei. Warum schlafen die Hühner eigentlich tagsüber? Nur weil es regnet oder was? Flügelspiel habe ich fast voll. Sehr schön. Was mit euch? Ihr habt wenigstens ein bisschen mehr Bewegung hier drin, ne? Kann ich mich auch besser bewegen, um euch zu füttern und alles? Ja. Entweder heißt das, vielen Dank, dass du mich gemolken hast, oder das heißt so viel wie, hier bitte, da ist deine Milch. Oh, Nightmare, wollte ich gerade sagen. Wie heißt du denn nochmal? Irgendwas mit Nacht. Midnight, Mitternacht, genau. Ich brauche dein Fell. Und zwar ganz schnell. Weg war's. Ich würde nämlich gerne Stoff verkaufen. Das Problem ist natürlich, sollte ich jetzt noch mal eine Quest kriegen, wo ich das für brauche,
Das ist natürlich doof. Aber theoretischerweise am nächsten Tag müsste ich wieder neuen Stoff bekommen. Ich weiß wohl auch gar nicht, ob der überhaupt jetzt da ist, fällt mir gerade ein. Was haben wir, Freitag? Ist ja wahrscheinlich Surfen, oder? Ist der Kai nicht das ganze Wochenende über weg? Ich bin mir nicht sicher. Nicht rauslaufen, Süße, ja? So, es regnet, das ist wunderbar. Gucken, ob hier noch irgendwas dahinter versteckt ist. Sieht aber nicht so aus. Einmal Unkraut haben wir. Ja, anderthalb Mal Unkraut haben wir. Hier ist nichts mehr, ne? Schade, schade, schade. Okay. So, dann haben wir insgesamt 28 von 40. Achso, nee, das kann ich ja noch gar nicht. Hm. Ah, das ist so doof, dass das so langsam weitergeht. Also es ist gut, dass es weitergeht, aber das ist doof, dass es halt so extrem langsam weitergeht. So, bei dir brauche ich jetzt noch... Achso, ich muss das ja noch abgeben, ne? Ach, ich muss noch mit Violet sprechen. Ich brauche erstmal Eisenbarren. Moment, da... Stimmt, da muss ich ja auch für bezahlen. Du Sau, lass mich ja einfach bezahlen. Das kann ich noch nicht. Ja, und Gold hatte ich noch nicht gefunden, ne? Ah, die Frage wäre jetzt... Nee, das ist Silber. Nee, die anderen hatte ich schon. Okay. Dann habe ich keine Frage. So, dann müssen wir jetzt auf dem schnellsten Weg oder auf dem fast schnellsten Weg zu Violet gehen. Take it easy in this heat. Especially if you go into the mines. Precious metals are great, but you don't want exhaustion to creep up on you. So, Moment. Was sehe ich in meinen müden Augen hier? You think Violet will stock some chaps and vests? Now that I'm staying, I really need to expand my wardrobe. Ja. Er hat schon ein ganz blaues Herz, aber es wird irgendwie nicht so wirklich besser. Our community is full of caring and clever people. That's why they voted for me. That's a little mayor humor. Okay, Violet ist da. Sehr schön. Sag mir bitte, dass du die Akolytin warst, glaube ich, bist. If you get really lucky and take care, the bees might even make some royal jelly for you. Kann ich ihr das nicht geben? Doch. Ach, ich wollte gerade sagen. Also ich bin mir ziemlich sicher. Das war wirklich, wie gesagt, die einzige, wo ich mir von Anfang an ziemlich sicher war. Deswegen... Oh Gott. Am I sure this is the Acolyte Witch? I'll have to make another potion and explain myself if I'm wrong. Ziemlich sicher, ja. Here you go. Violet. Yes! You figured it out! What gave me away? Now you're really one of us. I know it's a bit intimidating being the newest member, but I can already tell you're gonna do great. Ja. Charmant wie immer, Aufgabe abgeschlossen. Ja, eigentlich charmant konnte ja nur zu ihr passen, wenn ich jetzt ehrlich bin. Kann ich hier... Nee, da kann ich nur die Klamotten kaufen, ne? Gut, da ist jetzt aber auch nichts von, wo ich jetzt... Also eine Vorschau wäre schön gewesen. Das auf jeden Fall. Und, hatte ich nicht irgendwas gesehen? Oder war das jetzt in Disney, wo ich was gesehen hatte? Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Irgendwas mit dem, mit den Fotos machen. Ich glaube, das war in Disney. Nee, ich glaube, das war in Disney. Okay, ich habe mich jetzt vertan. Oder habe ich es woanders gesehen? Ich bin mir nicht sicher. Nein, im Inventar war das. Ah, rufe den Reiter Outfits auf, um jederzeit dein Outfit zu ändern. Gut, das war es jetzt nicht. Aber, aha, verstehe. Das ist meins. Und wo ist jetzt das, was ich gekauft habe? Hä? Dieses Kleid? Hallo? Willst du mich veräppeln? Hm.
Ich habe ja ein schwarzes Kleid geholt. Jetzt komme ich hier nicht mal rein durch. Jetzt Foto aufnehmen. Achso, da muss ich runter. Pose. Ah! Aber das ist cool. Und man kann jetzt auch verschiedene Filter einstellen. Ja, geil. Speichern wir einfach mal, weil wir lustig sind, weil es gerade so gut, also gut ausgesehen natürlich nicht, weil wir haben da nicht so einen guten, ne, im Hintergrund, nicht so ein gutes Motiv, aber das ist cool. So, Vanessa, are you doing anything fun over summer break? The kids go on vacation, not me. I'm still the mayor's wife. Not that I mind. We're here to serve the community. Ich würde gerne ein gemeinsames Foto mit meinem Werwolf machen. Ja, ja. Und nein, Schatz, du brauchst nicht eifersüchtig zu sein, wenn du diese Folge sehen solltest, weil bei Wölfen denke ich immer nur an dich. Next time Kai comes in here to borrow my clear coat for a board paint job, I've got to make sure I remind him to use it in a well-ventilated space only. Love that guy. Swear I do. But I don't think he can afford to get any more flighty. So, da haben wir auch wieder das Herz ein bisschen höher. Sehr schön. Und wir haben wieder eine Erdnuss gefunden. So langsam glaube ich ja, dass diese Erdnüsse, die wir hier immer wieder finden, dass die irgendwie mit den Hexen zu tun haben. Die fliegen doch bestimmt auf ihrem Besen rum. Ach, den Schwebetrank wollte ich doch mal ausprobieren. Jetzt haben wir den natürlich abgegeben, ne? Poor Cameron is always asking me for spice recommendations and then telling me they're too spicy. Paprika's not spicy. Die Frage ist, können wir irgendwie mit dem Besen vielleicht fliegen? Was wir dann vermutlich eher... Warte mal, es ist am Regnen. Letztes Mal, als es am Regnen war, haben wir, glaube ich, einen guten Fisch gefangen. Wir probieren es einfach mal. Ich nehme den ersten, der groß ist. Oben ist übrigens noch eine Alraune, glaube ich, sehe ich gerade. Oh, ja. So. Nee, Karpfen. Okay. Ja, er hätte ja sein können. Nein! Oh, geh weg von dem Baum! Na gut, jetzt kannst du noch ganz fällen. Jetzt, wenn du eh schon mal deine Ausdauer verbraucht hast, dann kannst du noch ganz fällen. So. Mann. Immer diese Leute, die einen nicht mal eben was aufheben lassen können, ohne dass sie den halben Wald kaputt machen. Echt. Was ist eigentlich mit der Grille da unten? Soll die geröstet werden oder warum steht die so nah an dem Feuer? Ich weiß es nicht. Your Gram is pleased with all the good you've done. I can feel it. Oh, das hat er aber schön gesagt, Shelby. Ja, hier ist nichts mehr zum Einsammeln. Ich müsste aber in der Stadt noch mal mit den Leuten unten reden. Haben wir? Nee, zufälligerweise haben wir heute nichts zum Einsammeln hier. Naja, gut, haben wir ja auch gerade erst gemacht, mehr oder weniger. So. Jetzt könnte man zum Beispiel den Sonnentrank, den Sonnenzauber nehmen. Ach, das ist zu. Stimmt, das ist freitags, ne? Da hat er irgendwie immer geschlossen. Sie war unterwegs. Ihn habe ich gesehen, aber ihn habe ich noch nicht gesehen. Sometimes it's the people who most need to walk the path who are least ready to get started. You have to light the way. Naja. Damon, do you ever get out in nature at all? Nah, pff, it's too hot. And the only flies I like are barflies. I feel badly for Marty. Why? Opening a livestock ranch next to Thomas? Yikes. I hope for his sake he plans to let his animals graze freely. And that he has a plan to deal with all that manure, so the runoff doesn't affect Thomas's soil. Ja. Was soll man dazu sagen, ne? Bruno turned me on to fishing. I never thought I'd be a fishing sort of woman. Ja, was soll man auch dazu sagen? Die hat ja auch nichts Neues mehr im Moment. Gut, aber ein paar Fischstäbchen haben wir noch. Die können wir noch verkaufen. So. Haben
Haben wir hier noch irgendwas? Können wir mit Kai? Oh, Kai ist tatsächlich da. Haben wir mit dir vorhin gesprochen? Haben wir, okay. Ich war mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. So, Kai. Ich habe vergessen, den Stoff zu machen. If it weren't for the fairy, I would go a little stir crazy living here. Fairhaven's great and all, but I gotta get out and roam sometimes, you know? Habe ich schon Orangen? Jetzt bin ich mir ehrlich gesagt nicht sicher. Wenn, habe ich die auf jeden Fall schon reingesetzt. Leder, ja gut, Leder ist jetzt sehr teuer. Zitrone, habe ich noch einen und aus einem hole ich mir das die ganze Zeit. Werde ich also, ich werde da ja sonst nichts mehr anlegen, ne? Werde ich also nicht holen. Ich habe nicht so viel Platz. Don't forget to stop by Parker's shop if you need anything for your farm. He can build you a chicken coop or a barn. Wie viel haben wir denn davon noch? Ja, da können wir noch mal ein paar kaufen. Ich gebe hier ja immer so viel Geld aus, aber das mache ich ja nur, weil ich weiß, dass ich dann, wenn ich darf, wieder gut was ausgegeben habe, auch wieder gut was reinkriege. Besser gesagt, sehr gut was reinkriege. Weil durchs Angeln ist es natürlich, ne? Kommt ja jedes Mal pro Fischstäbchen, vor allen Dingen ist das lustig für ein Fischstäbchen, kommen ja jedes Mal 100, ja, Geld, Gold, Dollar, Euro, was weiß ich was dazu. Pesos. Ja, perfekt. Bei dem Regen beißen sogar die Fische gut an. Sehr schön. Ja, ich würde sagen, ich sammle hier nochmal ein bisschen. Das ist ja jetzt eigentlich nichts, was ihr jetzt unbedingt mitbekommen müsst. Weil das sind ja auch immer wieder nur die gleichen Sachen. Angel hier auch noch ein bisschen. Und ich schalte euch dann gleich wieder hinzu, wenn wir uns nochmal Richtung Wald aufmachen. Weil ich hoffe, also wenn es Abend ist, weil ich hoffe, dass wir dann nochmal eine neue Aufgabe bekommen. Bis gleich. Oh, quick! Oder wir bekommen eine neue Quest, was auch immer, mit Bruno. Hey, Bruno. Trying to catch anything in particular today? How'd you know? I'm angling for a few flounder. Fried flounder makes the best fish sandwich. It was my Helena's favorite lunch. Mm, ja, viel Glück. Okay, lecker. Mmm, that sounds so good. Let me know if you have extra. I will, though I'm not the best at cooking the thing. When I'm feeling a bit lonesome, I rustle up my own fish to make this sandwich. Reminds me of when Otto was a boy and Helena was still here. And life was just the three of us. So you're Fairhaven born and raised? Raised, yes, but I was born in Dresden. My dad fled Germany when I was real little. Do you remember Germany? All I remember is my dad telling me what his life used to be like before the bombing. That was what took my ma. I always thought Fairhaven was my only home. But now that Otto's all I have, and he hardly has time for me, maybe nowhere is my home these days. Fairhaven is still your home, Bruno. Even if Otto is distracted. I haven't been here long. But even I know your fishing shack is an island institution. Well, I am real proud of that. Thanks for the kind words, Tara. I sure am glad you're here. Aww. Wir sind jetzt Freunde. Heißt das? Kann man das hier sehen? Ja, das war nur ein Herz. Das heißt, mit Bruno muss ich gar nicht mehr quatschen. Sehr schön. Also nicht schön, aber sehr schön, dass wir das auch schon haben. Liebe Tara, ich möchte dich zur Selbsthilfegruppe für Trauernde einladen, die ich leite. Violet, Sebastian und Juliette besuchen sie auch gelegentlich. Wir würden uns freuen, dich beim nächsten Treffen begrüßen zu dürfen. Es ist ganz ungezwungen. Bring einfach etwas zu essen mit oder zu trinken und lass mich wissen, wann du bereit bist. Mit freundlichen Grüßen, Vanessa Soft. That's sweet. What should I bring? Maybe berry smoothies?
Bärensmoothies. Ja, die könnte ich mal eben machen. Wir sind ja gerade hier. Oder auch nicht. Ich weiß ja nicht, was wir dafür brauchen. So, Bärensmoothies. Doch, die kann ich sogar machen. Okay, 3 Stück, ne? Gut, dass ich Erdbeeren gemacht habe. Sehr schön. Sag Vanessa, dass du was für die Trauergruppe hast. Okay. So, wir haben Abend und es darf weitergehen. Damon, how are you both here and at the bar most nights? It's called a broom, Tara. Okay, yeah, but... Less chatting, more witching. You're gonna get us in trouble with the boss lady. We have to meet at night to keep the coven secret from the townsfolk, but make sure you get your sleep. Tired witches just brew up trouble, and not the good kind. You have done well and proven yourself worthy of our trust. We have to be careful, as there are those that would do us harm. Why? The coven doesn't hurt anyone. The word witch conjures up old stereotypes and superstitions in people's minds. They might panic when faced with something they don't understand. That's why we keep our identities a secret. Our friends and family might not accept us if they knew the truth. Ja, sollten sie nicht eine Chance erhalten? Genau. But don't you think you should give them the chance to understand? I wish it was that easy. So I think you suspect who I am. Write this speed-up incantation. When you cast it, any crops or cauldrons nearby will grow or brew faster. Bring it to me in town when it's ready. Okay, I'll make it speedy. Get it? Run along, novice. Okay, schnell gewirkt ist halb gewonnen. Fertige im Rahmen deiner Mission, die Identität der Hohepriesterin zu erfahren, eine Zeitbeschleunigungszauberformel an. Okay. It took me ages to get this far in the coven. But don't give up. You'll get the hang of it. Ich wollte gerade schon sagen, die hatten wir doch schon rausgefunden, wer das ist. I do wish you had been able to meet Giacomo. He was brilliant in every way. So, jetzt brauchen wir aber eine richtig gute Opfergabe. Was nehmen wir denn da? Mondblume, die ist nicht so viel. Die Mondblume aber auch nicht. Ja, dann nehmen wir erstmal... Achso, ist schon drin. Und noch eine. So, dann haben wir zumindest wieder alles aufgeladen. Ja, wir haben auch wieder eine neue Aufgabe, beziehungsweise zwei neue Aufgaben mit der Trauerbegleitung. Dann laufe ich jetzt nochmal eben... Ach so, ein Temposchubzauber, glaube ich, ist auch am nächsten Tag schon wieder leer, ne? Den müssten wir dann auch nochmal auffüllen, beziehungsweise da müsste ich dann eventuell nochmal einen neuen machen. Es wäre gut, wenn ich da vielleicht jetzt gleich nochmal kurz gucke, wie teuer der ist, beziehungsweise was man da halt eben für braucht. Von irgendwas, ich glaube, es war eine Pflanze, habe ich nämlich nicht mehr so viel von. Und dann gucken wir mal, ich meine, der andere Zauber ist aber doch der Zauber, den ich kannte. Das hat mich jetzt gerade so verwirrt irgendwie. Nee, ach Quatsch, was mache ich denn? Zeitbeschleunigungszauber, der war es doch, ne? Ach du Schande, da brauche ich diesen Topaz für. Uiuiuiui. Also billig ist der auf jeden Fall nicht. Na gut, den Sonnen, da brauche ich auch... da brauche ich auch diesen Goldlauch, den ich nirgendwo bekomme für. Ihr Schweine. Na gut, Nachtbeschwörungszauber, dafür brauchte ich die Perle. Perle habe ich im Moment keine. Windbeschwörungszauber. Wollkraut, aber das habe ich, glaube ich, nicht. Und Goldessenz, ja, das kann ich sowieso noch nicht herstellen. Zeit anhalten. Ach, das war wegen dem Honig, weshalb ich das nicht machen konnte. Ja, dann würde ich sagen,
Habe ich mir jetzt eine Zeit... Doch, nee, Moment. Jetzt kann ich... Nein, oder? Oh. Also erstmal, ich habe mir keinen gemacht, ich Idiot. Dann, oder zeigt das nur, dass der ganz runter geht dadurch? Ja, nee, da brauche ich anscheinend mehr. Okay, dann würde ich mir jetzt noch mal kurz einen Moment, Temposchub. Ah ja, doch, den anderen kriegen wir erst frei, wenn wir dann mehr haben. Dann mache ich mir noch mal schwarze Tinte und ich nehme... Das Bier habe ich selber gemacht, aber ich könnte auch ein Mojito nehmen. So. Dann muss ich den doch jetzt machen können. Ach, jetzt habe ich kein Papier mehr. Okay, dann mache ich doch erstmal noch mal kurz neues Papier. Zum Glück habe ich die Sachen... Boah, das hängt aber auch blöd in der Mitte. Aber du hast hier ja auch keinen Platz. Das ist ja das Problem. Wenn ich da jetzt noch mehr reinstopfen muss... Also ich habe keine Ahnung, wie ich das da alles reinstellen soll, dass wirklich alles da reinpasst. Falls es dazu einen Lageplan gibt, einfach her damit, bitte. Weil ich habe wirklich keine Ahnung, wie ich das machen soll. So, Zeitbeschleunigungszauber. Zack. Dann haben wir das auch schon mal abgeschlossen. Sehr schön. Haben wir eigentlich noch ein Glas? Achso, können wir ja sowieso jetzt gerade nicht herstellen. Aber wir können noch mal kurz gucken, ob wir noch mal Fischstäbchen machen können. Bevor wir uns jetzt ins Bett legen... Nein. Gut, perfekt. Ja, dann würde ich sagen, gute Nacht für heute. Und in der nächsten Folge haben wir so einiges vor uns. Wir können der Hohepriesterin die Zeitbeschleunigungsformel geben. Ich habe, wie gesagt, eine Vermutung. Bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Die hatte mal was gesagt und die bewegt die Hand immer so. Und die ganze Art irgendwie auch so dieses, ja, wir müssen besonnen sein und hier und da. Ich könnte mir gut vorstellen, dass das die Lina ist. Könnte ich mir gut vorstellen, aber ich bin mir halt nicht hundertprozentig sicher. Also, ich hoffe, dass wir den, ja gut, 3 Versuche haben wir. Ansonsten habe ich keinen von diesen Topaz da mehr. Das wäre dann doof. Ja, und zur Trauerbegleitung, da müssen wir dann auch nochmal hin. Auch ein süßes Schäfchen, das ich ja jetzt erst, dass da noch so Hintergrundfarben, also Dinger sind hier, Bilder. Na gut, aber das müssen wir alles in der nächsten Folge machen. Deswegen, gute Nacht und bis zur nächsten Folge. Ciao! Is it time for bed? Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann kannst du mich auch gerne abonnieren.